Bundeskanzlerin Merkel ist am Vormittag von Papst Franziskus zu einer Privataudienz im Vatikan empfangen worden. Bei dem Treffen der protestantischen Kanzlerin mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche ging es vor allem um Religionsfragen und den Zusammenhalt Europas in der Wirtschaftskrise. Merkel warnte vor einer Entgleisung der sozialen Marktwirtschaft. Aufmarsch der Schweizer Garde zum Empfang der Kanzlerin im Vatikan. Es ist das erste offizielle Aufeinandertreffen nach der Amtseinführung von Papst Franziskus im März und Angela Merkel hat Geschenke mitgebracht. Eine Hölderlin-Ausgabe und die Werke des Dirigenten Furtwängler. Franziskus freut sich, dass man seine geheime Leidenschaft in Deutschland kennt. Sie weiß es. Sie weiß. Dann ging es um ernste Themen wie die Rolle der katholischen Kirche in der globalisierten Welt und natürlich um Europa. Papst Franziskus hatte zuletzt öffentlich die Herrschaft des Geldes und der Märkte scharf kritisiert. Merkel wiederum besteht auf einem klaren Konsolidierungskurs. Wir erleben, dass Krisen entstanden sind daraus, dass die soziale Marktwirtschaft nicht gegolten hat, dass Staaten alleine keine Leitplanken eingezogen hatten. Und deshalb ist die Regulierung der Finanzmärkte ja auch unser zentrales Problem. Freundliche Abschiedsworte zum Schluss und ein ganz persönlicher Programmwunsch der Kanzlerin für das nächste Treffen. Jetzt auf Wiedersehen und dann sagen wir, gehen wir auf die Piazza und essen eine Pizza. Er kann es übersetzen.